Hallo und willkommen zurück zu Ori in the Blind Forest. Es ist wieder ein paar Tage her, wo ich das jetzt aufgenommen habe. Wo war ich denn hier überhaupt? Was soll ich denn hier überhaupt machen? Aber ich wollte da oben noch in die kleine Lücke reingehen. Okay, das machen wir noch. Auf nach oben. Oh. Ah, okay, die ist da drüber. Ach, wirklich? Also einfach nur die Map aufdecken zählt auch zu den 100%. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, gut. Als nächste... Nein, Kamera, du sollst da in die Mitte kommen. Okay, von mir aus. Auch nach da unten. Als nächstes müssten wir hier hin. Da ich aber mir ziemlich sicher bin, dass das eigentlich das allerletzte ist, weil... Ja, das ist das Einzige, was hier drin fehlt. Würde ich sagen, dass wir jetzt, glaube ich, noch Sachen einsammeln, wo uns was fehlt. Also hier im Trauerpass fehlt schon mal nichts mehr. Gehen wir mal in etwas weiteren rauszoomen und schauen das mal so an. Trauerpass ist fertig. Der Nebelforst ist fertig. Die Elendsruinen sind fertig. Tal des Windes gibt's noch was. Okay, ich gehe mal im Trauerforst wieder nach ganz oben. Also, ich gehe wieder nach ganz oben. Weil da war ja so, oder? Ne, da war kein Teleporter, oder? Ja, da ist ein Teleporter. Da gehen wir hin. Ja. Und dann teleportieren wir uns irgendwo anders hin. Auf jeden Fall weg von hier. Und jetzt sind noch mal Gegner. Auch mehr XP? Muss man Geheimnisse finden können. Wer mehr Geheimnisse finden, muss man mehr XP haben. Mit höherem Level geht's einfacher. So. Okay, noch höher. Au! Was soll denn das? Ich hab das auch gar nicht gesehen. Ach, Mann. Ich hab nicht gespeichert. Warum denn auch? Hab ich nicht eingesehen. Ich erinnere das, wenn ich das nicht einsehe. Sehe ich es auch einfach nicht ein? So, wieder 100% erreicht. Kommt her, Leben. Der Bereich hier ist irgendwie nicht sicher, finde ich nicht so gut, aber gut. Gut, dann geleiten wir mal hier nach oben. Seelenverbindung ist bereit. Ah! Die triggern auch sehr so spät. Triggern die in Intervallen oder nur wenn ich nah dran bin? Okay, da müssen wir lang. Aua. Aua.
auch egal, hier kann man eh. Bam. Jetzt mal eh wieder voll. Also. Genau. Da hinten ist nicht mal ein Teleporter. Da wollte ich ins Tal des Windes. Mal schauen, was mir denn da noch so fehlt. Wenn ich es überhaupt herausfinden kann, was mir da noch so fehlt. Also hier auf der Ebene. Hier ist dann schon wieder Nebelforst, okay. Ah, hier hinten ist so eine Tür. Schauen wir mal, ob ich die jetzt aufkriege. Wow, was da das Problem war. Ich schwächerer Gegner, yay. Ich mit diesen mega schnell schießenden. Man so gut wie gar nicht ausweichen kann. Also doch gut, haut schon hin, aber. Das ist jetzt schon ziemlich viel. Fehlt trotzdem noch ein Stück. Da unten ist noch so eine Tür. Okay. Ach, schade. Hätte ich schnell genug nochmal nach unten gedrückt, hätte ich vielleicht nochmal einen verpassen können. Oh, nein, 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 geh weg, Fisch. Wir haben mich ja ganz vergessen. So, und ich würde fast sagen, ich komplettiere jetzt erstmal den Bau. Ah. Okay, oben lang. Fehlt immer noch was, okay. Elends Ruin, Tal des Windes. Das dürfte nicht dazu zählen, das müsste eigentlich eine Waldsenke sein. '99, habe ich irgendwo die Map nicht gerade erkundet? Gerade schauen, ich glaube hier oben ist es noch ein bisschen grau, aber keine Ahnung. Obwohl, nee, das ist ja dann wieder ein anderes Gebiet. 99. Ah, da ist da unten. Okay. Au! Oh mein Gott, Mann, die wollen nicht so weit fallen. Im Tal des Windes. Ollhain, Waldsenke. Okay, ich würde fast sagen, wir gehen erstmal nach da unten.
Au. Ja. Aber eine Stammattacke machen ist nicht immer schlau. Oh, ich kann WTF, Mann, jetzt kriege ich ja schon richtig viel Energie aus den Dingern raus. Vielleicht sollte man auf den Baum, zumindest auf, mit einem Leben sollte man, glaube ich, auf den Baum erst killen. Feind in der Nähe, Feind tot. Boah, die Sterne voll schnell, das ist geil. Au. Au. Ach was, das fliegt da einfach oben. Man muss eigentlich nur da hochkommen. Dann haben wir's. Ja, sehr lol. 96%. Das war aber auch noch nicht alles hier. Das ist wieder zu weit drüben. Okay. Das da zählt auch alles dazu. Dann gehen wir erstmal hier wieder hoch und dann da hoch und dann darüber. Gut. Let's collect alles, was halt noch fehlt. Oh. Okay, nee, da wollte ich nicht. Das da oben countet nicht dazu. Da unten im Wasser. Aber das ist schon wieder ein anderes Gebiet. Mein Gott, das ist verwirrend. Okay, dann gehen wir mal erstmal nach da drüben. Was? Hier ist auch Wind? Okay. Das macht da einiges einfacher. Warte mal, was genau fehlt noch in der Waldsenke? Fehlt das hier noch zur Waldsenke? Oder ist das hier dann schon ein Schwarzwurzelgelände? Warte mal, kann ich, wenn ich das hier nicht gleite, irgendwie länger öfter drücken? Oder hat das generell einfach einen Cooldown und dieses Speed? Ah, oh, okay, muss weiter runter.
Au! Komm mal. Gut, kann natürlich auch noch sein, dass noch irgendwas versteckt ist, was ich noch nicht auf der Map sehen kann. Weil ich noch nicht nötige Level erreicht habe. Also weil ich es noch nicht geskillt habe, dass ich diese verschiedenen Sachen sehe. Deswegen skill ich jetzt auch alles auf dem Baum, der mir die Items anzeigt, damit ich die auf jeden Fall auch alle finde. Sollte ich auch genug XP-Kugeln finden, dass ich den Rest auch noch skillen kann. Denke ich zumindest. Waldsenke. Okay, das könnte noch zu dem Gebiet. Okay, wie sieht es hier mit dem Schwarzwurzelgebiet aus? Das da unten geht es natürlich auch noch. Sollen wir da runter gehen? Ich weiß nicht, ob das schneller war, um dahin zu kommen, aber vielleicht. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite, genau. Mir ist aufgefallen, da unten an der einen Stelle hätte ich an dem einen Punkt sogar weitergehen können. In dem Video, als ich zuerst mal da unten war. Weil ich was aktiviert hatte, aber das dann irgendwie wohl doch nicht gemerkt habe. Naja. Ich will da nur schnell runter. Wird der Charakter eigentlich generell auch doch Level up stärker, oder lag das jetzt echt nur durch meine letzten Skills, dass ich jetzt auf einmal so viel stärker bin hier unten? Der Kampf hier mal einiges besser gemacht, wenn man so stark ist. Ganz schnell verschwinden. Au! Ach mein Gott, Mann. Okay, das war jetzt ein bisschen knapp, aber es ging sogar. Weil ich mich richtig entsinne, hat das funktioniert. Genau, das ist zerbrochen und ich habe das einfach gar nicht bemerkt in der Folge. Eine Zelle mehr. Lol. Wie soll man da nicht drauf kommen? Wie soll ich denn da. Ja, okay, gut, ich kann auch anders hochgehen, als die Wand hochkraxeln. Stimmt schon. Aber ist für mich halt normal, die Wand hochzukraxeln. Das andere kostet ja Energie. Die will ich ja nicht verlieren. Au. Ah, da unten.
Okay. Warum werde ich langsamer hier? Ist das jetzt wieder ein Story-Bereich? Anscheinend. Ah. Ja, bestimmt, ich konnte ihre Geschichte nicht ganz vollenden. Nach seinem Abschied ging sie. Kehrte nie zurück. Okay. Auch wenn sie aus unserem Wald verschwunden sind, haben wir keine Zeit zu trauern. Erinner dich an jene, die dahingeschieden sind, dann werden sie ewig weiterleben. Aber nur in Erinnerungen. Aber gut, ja, das stimmt irgendwo. Der Kreislauf. Achievement. Okay. Der Kreislauf des Lebens, ja. Okay, wir sind weiter. Haben wir hier noch einen Teleporter? Komm mal schneller hier hin. Oder gleich von hier weg, stimmt. Das kann man natürlich auch benutzen. 100%. Oh, okay. Dann hat sich das erübrigt. Gerade nicht, warum ich hier 99% habe. Gehört das da oder zu? Vielleicht, da müsste ich zu dem Teleporter da. Okay. Das. Dwanenso Morgoth. Muss das der da sein? Eigentlich. Ja, das ist er. Oh, wieder ein stärkeres Gebiet. Kann ich die Gegner nicht mehr one-hitten. Ach stimmt, damals, dass ich nicht mal da hochspringen konnte, Alter. Das waren noch Zeiten. Warte, da kann man durchgehen. Dann gehe ich jetzt nach da oben. Oh. Was soll denn das? Wieso soll man denn das erahnen? Ich sehe ja nicht den Anfang von dem Laser, aber auf der anderen Seite ist ja nichts. Au.
kein gutes Game Design hier. Naja. Welche Death Trap soll es denn doch nicht geben? Ah, okay, ich muss das hier machen. Jetzt werden Lebenszellen auf der Karte markiert. Dann geht mir nichts. Gar nichts. Ich habe schon alle Lebenszellen. Da kann mir ja gar nichts mehr entgehen. Ah, ja, hier ist ein Windstrom. Muss ja eigentlich sein. Ich kann ja schwer die Map aufdecken. Oh, lol. Hier ist einfach echt was. Interessant, wie die ganzen Sachen, die man in dem Sinne gefunden hat. Das ist zumindest der Wind, der jetzt auch Änderungen hervorgerufen hat. Energiebündel. Was ist das denn jetzt für ein Achievement? Achso. Das, was ich gerade eingesammelt habe. Oder? Ach ne, für die kleinen Splitter, lol. Gib mir Achievement dafür, Energiesplitter einzusammeln. Okay. Naja, da. Au! Da ist zu. Das ist nichts, was man aufdrängen muss oder so. Das muss man quasi aktivieren. Heißt das, hier wird wieder irgendwo irgendwas sein, was ich aktivieren kann. Das sollte zumindest der Fall sein. Ich jetzt nur so spontan nichts. Au! Der ist ja immer noch da, lol. Da ist was. Das wirklich da oben was ist, was es da unten aktiviert. Das ist mal eine weite Entfernung. Aua! Warum sind die schon wieder da? Mensch, spielt halt zustande Respawns für die Gegner. Also immer noch keine 100 hier. Aber hier oben ist nichts mehr. Die Kartensteine hatte ich auch aktiviert. Muss ich eigentlich schon. Gut. Ach, da oben ist noch was. Das zählt wahrscheinlich auch noch zu dem Sumpf. Okay. Aber ich würde sagen, weiter geht es erst im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao.